Hey Leute, noch ein kurzes Video. Sorry für das Wackeln jetzt, aber das Video muss ich einfach schnell bringen. Und zwar, Siri ist rausgekommen, wurde offiziell und legal vor allem vorgestellt. Und zwar, es ist für alle anderen Geräte, also iPhone 4, iPod Touch 4 und sowas in der Art. Und ja, ist jetzt in Cydia rausgekommen. Ihr müsst einfach in Cydia nach Spiral suchen. Oder, ja, so wie es hier steht. SPIRE. Wenn ihr einen Siri Proxy Server habt, dann könnt ihr es verwenden. Sonst noch nicht. Und ich kann es euch hier mal zeigen. In den Einstellungen. Auf allgemein können wir es hier erstens aktivieren und deaktivieren. Die ganze Einstellungen vornehmen. Und Moment. Und weiter unten. Bei, ups, nicht Winterboard. Okay, jetzt hängt es irgendwie. Na, jetzt. Genau, bei Spiral müssen wir hier einen Proxy-Host eingeben. Ich habe schon probiert, das geht auf jeden Fall nicht. Und ja. Falls ihr irgendwie rausfindet, wie man einen Proxy-Server machen kann, oder falls man die URL freigeben kann oder sowas, bitte sendet mir eine private Nachricht. Ich würde es zu gern ausprobieren. Und ansonsten hier schon mal die Vorab-Version. Da braucht ihr im Prinzip später nur die URL eingeben und ihr könnt es nutzen. Und ja, ich finde es auf jeden Fall geil. Was? Moment, ich kann sie noch zeigen. Lang auf dem Home-Button bleiben. Naja, sehen wir Siri, machen können wir da nicht mit nichts. Wir sehen hier auch die Liste, was wir alles tun können. Was machen geht nicht. Also ich kann draufdrücken, passiert aber nichts. Egal. Wie gesagt, könnt ihr ihn Cydia unter dem Namen Spiral finden. Oder Spire. Und ja, das war's. Ich sage immer danke fürs Zuschauen, bitte bewerten, kommentieren und abonnieren.